Dresden. Die Frauenkirche wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Mit enormen finanziellen Mitteln wird sie nun wieder aufgebaut, um in ihrer alten Schönheit neu zu erstrahlen. Für die Bauingenieure ist neben dem Aussehen der Kirche jedoch genauso wichtig, dass dieses Bauwerk auch wieder die entsprechende Festigkeit und Haltbarkeit haben wird. Deshalb sind umfangreiche Messungen und Prüfungen, zum Beispiel zu den Eigenschaften der Sandsteinblöcke, erforderlich. Neben einer Vielzahl anderer Messverfahren spielt die Dehnungsmessung mittels Dehnungsmessstreifen bei diesen Untersuchungen eine wesentliche Rolle. Wozu braucht man eigentlich Dehnungsmessstreifen? Mit Dehnungsmessstreifen werden Dehnungen gemessen. Wie aber ist eine Dehnung definiert? Schauen wir es uns einmal an. Wird ein Körper mit einer Kraft, zum Beispiel einer Druckkraft, belastet, so wird er gestaucht. Er wird kleiner und gleichzeitig breiter. Infolge dieser Krafteinwirkung tritt eine Längenänderung, Delta L, auf. Diese Änderung ist negativ. Das funktioniert natürlich in identischer Weise, wenn dieser Körper mit Zugkraft beansprucht wird. Er wird länger und schmaler. Die resultierende Längenänderung Delta L ist positiv. In beiden Fällen spricht man von einer Dehnung. Dehnungen können, wie eben dargestellt, sowohl positiv als auch negativ gerichtet sein. Definiert ist eine Dehnung wie folgt. Die Dehnung Epsilon ist das Verhältnis einer Längenänderung Delta L bezogen auf eine Basislänge L0. Schauen wir uns nachfolgend einmal an, wie so ein Dehnungsmessstreifen aufgebaut ist. Ein Dehnungsmessstreifen besteht immer aus einer elektrisch isolierenden Trägerschicht. Das kann zum Beispiel ein Polyimid oder ein faserverstärktes Phenolharz sein. Die darauffolgende Folie ist die Messgitterfolie. Sie besteht aus elektrisch leitendem Material. Dafür werden zum Beispiel Konstantan oder eine Chrom-Nickel-Legierung eingesetzt. Für die elektrische Kontaktierung besitzen die Dehnungsmessstreifen kurze Anschlussbändchen oder integrierte Lötstützpunkte. Vielfach wird das Messgitter abschließend vor Umwelteinflüssen und Berühren durch eine Abdeckung geschützt. Schauen wir uns doch einmal in der Dehnungsmessstreifenproduktion bei Hottinger Baldwin Messtechnik in Darmstadt um. Sie werden sehen, wie aufwendig es ist, einen Dehnungsmessstreifen zu bauen und vor allem, wie viel fleißige Hände dafür benötigt werden. Vom Zuschneiden der Messgitterfolie bis zu einem fertigen Dehnungsmessstreifen liegen viele Arbeitsschritte. Sowohl die Folie als auch die Trägerschicht werden von kleinsten Verunreinigungen befreit. Nach dem Ätzen dieser Folien sollen einerseits die dehnungsempfindlichen Strukturen der DMS und andererseits auch die erwartet große Zahl an Dehnungsmessstreifen aus einem solchen Folienblatt entstehen. Wer einmal eine Leiterplatte selbst entworfen und geätzt hat, kann sich diesen Vorgang gut vorstellen. Hier bei der DMS-Fertigung ist alles jedoch sehr viel kleiner und bedingt eine extrem hohe Präzision. Die Metallfoliendicke beträgt nur einige Mikrometer. Sie ist also viel dünner als die Seite einer Zeitung. Nach jedem Arbeitsschritt wird die Qualität geprüft. Dehnungsmessstreifen eines bestimmten Typs sind in ihren Eigenschaften und in ihrem Verhalten identisch. Nur so sind später erzielte Messergebnisse auch miteinander vergleichbar. Alle DMS sind bis zu diesem Arbeitsschritt noch auf einem Folienblatt und werden in einem der nächsten Arbeitsgänge vereinzelt. Eine Reihe von DMS erhalten bereits bei der Herstellung Anschlussbändchen, sodass der Anwender dann schnell und unkompliziert seine elektrischen Verbindungskabel anschließen kann. Weitere Prüfungen garantieren die genauen Werte dieser empfindlichen elektrischen Widerstandselemente und damit die Präzision der Dehnungsmessergebnisse. Sauberkeit bestimmt die gesamte Herstellung von DMS bis hin zu einem der letzten Schritte, der versandfertigen Verpackung. Nur so wird gewährleistet, dass der Anwender sich hundertprozentig auf die Messergebnisse verlassen kann. Die Wirkungsweise metallischer Dehnungsmessstreifen beruht auf dem von Whitstone und Thomson gefundenen Dehnungswiderstandseffekt metallischer Leiter. Jeder elektrische Leiter ändert seinen Widerstand infolge mechanischer Beanspruchung, zum Beispiel Zug- oder Druckkräfte. Die Widerstandsänderung im Dehnungsmessstreifen beruht zum Teil auf der Verformung des Leiters und zum anderen Teil auf der Änderung des spezifischen Widerstands des Leiterwerkstoffs. In der Praxis sieht der Einsatz von Dehnungsmessstreifen schematisch dargestellt wie folgt aus. Der Dehnungsmessstreifen wird auf das zu untersuchende Bauteil aufgebracht.
Die auf das Bauteil einwirkende Belastung führt zu einer Längenänderung. Diese Längenänderung bzw. diese Dehnung erfährt im selben Maße der Dehnungsmessstreifen. Infolge dieser auftretenden Dehnung ändert sich der elektrische Widerstand des Dehnungsmessstreifens. Wie sehen in der täglichen Praxis die Einsatzgebiete des Dehnungsmessstreifens aus? Schauen wir es uns an. Neben einer Vielzahl verschiedenster Anwendungen seien hier beispielhaft genannt Festigkeitsuntersuchungen an einem Turbinenrotor, Dauerüberwachung einer Pipeline, experimentelle Spannungsanalyse an einem Gebissmodell, Tragfähigkeitsnachweis der Severinsbrücke in Köln, Belastbarkeitsuntersuchungen an Sandsteinen und Schwachstellenanalyse an einem Sportrad. Wir befinden uns an der Teststrecke der Magnetschwebebahn Transrapid in Laaten im Emsland. Seit über 10 Jahren werden Prototypen entwickelt und gebaut. Getestet werden sie dann hier im Nordwesten Deutschlands. Neben dem Transrapid, der auf dieser Teststrecke seine Praxistauglichkeit unter Beweis stellt, muss auch der Fahrweg selbst zeigen, dass er allen Belastungen standhält. An den Stützen und an der sogenannten Funktionsebene werden mit Dehnungsmessstreifen die Belastungen gemessen. Diese Belastungen, das kann zum Beispiel die Überfahrt des Transrapid mit bis zu 400 km pro Stunde sein, werden direkt vor Ort in einem Messcontainer erfasst und ausgewertet. Extreme Belastungen treten auf, wenn die Ingenieure bei einem sogenannten Absetzversuch die Energieversorgung der Magnetschwebebahn abschalten. Das Aufsetzen des Transrapid darf natürlich nicht zu einer Schädigung der Stützen und des Fahrweges führen. Bevor bei der Deutschen Bahn eine neue Lokomotive eingesetzt wird, stehen erst einmal eine Vielzahl an Probefahrten auf dem Programm. Bei diesen Messfahrten werden mit speziellen Aufnehmern und entsprechend geschützten Dehnungsmessstreifen die Belastungen gemessen. Die während der Fahrt auftretenden Kräfte und Momente dürfen natürlich entsprechende sicherheitsrelevante Werte nicht überschreiten. Damit die Messtechniker zu jeder Zeit der Messfahrt sehen, welche Belastungen auftreten, werden die Messwerte direkt im Führerstand der Lok erfasst und visualisiert. Wer hätte gedacht, dass Dehnungsmessstreifen auch in Hubschraubern mitfliegen? Aufgabe der Dehnungsmessstreifen ist es, die Belastung der Rotorwelle während des Fluges messtechnisch zu erfassen. Spezialisten bei HBM installieren im Innern der Rotorwelle Dehnungsmessstreifen. Es ist sicher leicht vorstellbar, dass dies mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist, da die Messstelle nicht einfach per Hand erreicht werden kann. Nach abschließender Prüfung wird der DMS an die nachfolgende Elektronik angeschlossen. HBM wünscht einen guten Flug. Neben den bisher gezeigten Anwendungen wird der Dehnungsmessstreifen auch zur Herstellung von Sensoren eingesetzt. Diese Sensoren werden zur Bestimmung der physikalischen Größen Kraft, Masse, Druck und Drehmoment hergestellt. Die Sensoren werden beispielsweise in Ladentischwagen verwendet, wie sie unter anderem in jedem Supermarkt zu finden sind. So ein Sensor heißt dann Wegezelle, da er zum Wiegen von Massen eingesetzt wird. Wie hier am Beispiel eines Kraftaufnehmers dargestellt, wird der DMS an definierten Stellen installiert. Er nimmt bei Einwirkung der Messgröße die Verformung des Sensorkörpers auf und wandelt diese in ein elektrisch messbares Signal. Wer möchte nach so vielen interessanten Anwendungen den Dehnungsmessstreifen nicht einmal live erleben? Das Deutsche Museum in München gibt Ihnen Gelegenheit dazu. An einer neuartigen Brückenkonstruktion werden im Dauerversuch Dehnungen gemessen. Zum einen dient der Versuchsaufbau dazu, Besuchern die Art der Dehnungsmessung anschaulich zu präsentieren und zum anderen, um die Brückenkonstruktion auf ihre Belastung hin zu überwachen. Für diese Brücke gilt, wie für jede andere Eisenbahn- oder Straßenbrücke auch, jederzeit standhaft bleiben. Hätten Sie vermutet, dass es derart viele Anwendungen gibt, bei denen sich der Dehnungsmessstreifen für uns reckt und streckt? Der kleine Dehnungsmessstreifen. In der Technik ein ganz großer.